Heute ist der internationale Tag gegen Gewalt an Frauen und er ist aktueller denn je. 28 Frauen wurden in Österreich alleine dieses Jahr ermordet. Weitere 44 Frauen haben Mordversuche teils nur knapp überlebt. Fast jede zweite Frau war bereits Opfer häuslicher Gewalt, fast jede dritte hat sexuelle Übergriffe erlebt, jede fünfte Frau sogar schwere sexuelle Gewalt. Gewalt gegen Frauen ist nach wie vor ein massives Problem und das muss sich ändern. In Graz werden wir uns dafür einsetzen, dass Gewaltprävention und Hilfsangebote ausgeweitet werden. Frauenhäuser müssen endlich ausfinanziert werden und klar ist auch, Aufklärung muss bereits in der Schule beginnen. Und Gewaltschutz muss als fixer Bestandteil der Pandemiebekämpfung verstanden werden. Nur so kann es uns gelingen, Gewalt gegen Frauen auch zurückzudrängen.